Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Revelation. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen Maschinen hier geupgradet und haben uns dran gemacht, auch den, da wollten wir den, wie heißt denn der? Magma Cribble. Oder? Magma Cribble. Genau. Den wollen wir bauen, dafür brauchen wir aber hier noch anderes Glas. Aber wir werden erstmal was anderes machen. In den Kommentaren vor ein paar Tagen wurde mal die Frage gestellt, was es überhaupt mit dem EMC auf sich hat. Wer es überlegt, das einmal gesondert irgendwie zu machen. Habe ich jetzt aber gedacht, vielleicht kann ich das einfach auch hier mal zeigen. Da muss ich ja mal kurz husten. Das wollte ich euch nicht antun. Also, wie man unschwer erkennen kann, gibt es für die einzelnen Blöcke hier überall einen EMC-Wert. Ist einfach so ein Wert, ja, was man dem Block so zuordnet. Zum Beispiel hier so ein Oakwood, sind 32 EMC. Das ist halt irgendwo vom Mod so vor oder festgelegt. Und weil man aus dem halt hier Oak Plants, Planks machen kann, haben die logischerweise nur 8. Also das ist, kann man sich so vorstellen, als wenn das hier so ein Mod wäre für eine riesen Tauschbörse. Was für uns halt ganz praktisch ist, weil ich sag mal beispielsweise, wir haben einen Diamanten gefunden, der hat 8192 EMC. Dann haben wir den halt hier in unseren Table reingepackt und dadurch, dass wir noch ewig viele andere Blöcke gefunden haben, sei es einfach nur ein Stack Cobblestone, der 64 bringt, können wir dann verbrennen und wenn wir genügend haben, können wir uns 2 Diamanten theoretisch rausholen. Und das Ganze gibt es halt für so gut wie alle möglichen Blöcke. Darum habe ich auch nicht nur den Project E-Mod drin. Gibt nämlich eine Erweiterung. In der Videobeschreibung stehen die Mods drin, die ich noch benutze oder zusätzlich installiert habe. Und genau, wie gesagt, manche Blöcke gehen nicht oder haben keinen EMC-Wert, aber der meiste Teil hat einen. Genau, dann haben wir ja schon in der Folge gesehen, mal, wo ich diesen Table gebaut habe. Und dann gibt es auch diese tollen Energy Collector. Habe ich ja immer hier fleißig hingestellt mit einem Energy Condenser. Der kriegt nämlich EMC-Wert hier rein. Sei es jetzt hier durch die Energy Collector oder wenn wir hier was reinpacken. Mal hier so ein Stack an Kohle. Hier oben gibt man quasi das Item rein, was man haben möchte und dann kommt das hier unten auch raus. Es sollte da jetzt eigentlich nicht sein. Okay, es hat nur gebuggt. Also ihr könnt halt Items, die nicht das hier sind, hier mit reinlegen. Ich würde gerne nochmal zeigen. Warte mal, hier ein Block of Emerald. Die werden dann nämlich direkt umgewandelt in diesen EMC-Wert. Und dann werden die Sachen gecraftet, die man hier oben ausgewählt hat. Jetzt kann ich die auch hier erstmal wieder reinpacken. Genau, das wär's dazu. Und dann diese Energy Collector, die sammeln halt passiv EMC. Müssen halt einfach nur frei von Blöcken sein. Genau. Gibt's halt 3 verschiedene Stufen. Der erste produziert 4 EMC die Sekunde, der zweite 12 und der dritte und damit auch der letzte 40 EMC pro Sekunde. Das kann man quasi noch ein bisschen verlängern, so eine Kette, indem man solche Antimatter Relay dazwischen setzt. Das ist quasi nochmal so ein Verbindungspunkt. Also uns davon sogar einen machen. Wir können uns davon gerne mal einen machen gerade. Glas, Diamantblock und Obsidian. Kann man das vielleicht ein bisschen besser zeigen? So. Zack. So. Ja. Was
den einmal. Klauen wir uns hier mal ganz frech. So ein MK3-Ding. So, dann setzen wir das hier quasi zwischen. Und können hier jetzt außen dran nochmal die Relays, die Energy Collector ransetzen. Kriegt das Relay hier EMC-Wert. Hau die mal kurz ab, dass ihr auch seht, dass da was passiert. Genau. So. Seht ihr, das tickt jetzt hoch. Muss natürlich gucken, die Relays, die haben hier einen gewissen maximalen Output. Der hier zum Beispiel gerade hat 64 EMC. Das heißt, wir produzieren hier gerade eigentlich zu viel. 64, der macht 40 und der macht 12. Das Ding können wir hier auf jeden Fall hinsetzen. Dann packen wir die anderen einmal wieder so hin. Und so könnt ihr halt theoretisch dann ja, eine Riesenstrecke an Relays und Energy Collector bauen. Aber das machen wir jetzt nicht. Noch nicht. Genau, das einmal dazu. Wie gesagt, gibt hier auch drei verschiedene Stufen. Zinorill. Keine Bomben. Ich weiß tatsächlich nicht, wie groß sie sind. Weiß auch nicht, ob ich es mal ausprobieren möchte. Haben wir Schwarzpulver. Gunpowder. Können wir das irgendwie anders herstellen? Hier Sulfur. Ja, wir probieren den ganzen Spaß einfach mal. Wir müssen ja auch wissen, wie das geht, ne? Oder wie das aussieht da. Ja. Dann Sand noch einmal. Zack. So. Bauen wir gleich beide, ne? Mobius Fuel und TNT. Ach, das war sogar nur einer. Das auch? Ja, sehr schön. Da brauche ich den anderen für den hier. So. Packen wir den einmal hier rein. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir einfach zwei Redstone-Fackeln brauchen. Oh, wir können auch hier ein Feuerzeug nehmen. Das sollte auf jeden Fall klappen. Nova. Katalysm und Katalyst. Okay, das kann nur schief gehen. Und wenn wir das mal hier weiter hinten machen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ausmaß davon ist. Dann finden wir es gemeinsam heraus. Außerdem, wer mag es nicht, Sachen in der Luft zu sprengen? Okay, das ging sehr schnell. Und wie wir sehen, wir kriegen die Blöcke ins Inventar. Ist tatsächlich interessant zu wissen. So, jetzt kommt der größere von beiden. Okay, der macht ein größeres Loch. Und wir haben die Sachen auch im Inventar bekommen. Außer halt die nicht mehr reingepasst haben. Okay, dass sie instant explodieren, das wusste ich nicht mehr. Okay, sehr schön. Dann haben wir das auch einmal gesehen. Die Sachen auf reinpacken. Also die natürlich nicht gehen hier. So, was kann man dann noch gucken? Es gibt den Energy Condenser MK2. Das würde ich tatsächlich dann sonst noch einmal zeigen oder gegebenenfalls aufbauen, wenn wir den EMC dazu haben. Könnt ihr euch das vorstellen, das ist quasi wie diese Kiste hier, nur dass sie in der Mitte noch einmal gesplittet ist. Ja, dann kann man da einfache Items reinpacken. Bei den genauen Vorteil kann ich euch tatsächlich gerade gar nicht verraten. Dann gibt es hier diese Podeste. Da kann man diese Ringe hier drauf packen. Was vielleicht für uns ganz interessant wäre. Zum Beispiel hier diese Watch of Flowing Time. Wenn die nämlich auf einem Podest ist, gibt die 18 Bonus-Ticks. Das wäre halt ganz praktisch zum Beispiel für eine Farm. Genau. Können wir leider gerade auch nicht bauen. Keine EMC dafür.
Genau, das dazu. Dann gibt es noch hier solche Amulette, die zum Beispiel hier machen können, dass man unendlich Wasser hat oder unendlich Lava. Und damit können wir auch auf einem Podest es forcen oder das Wetter dazu bringen, dass es entweder regnet oder eben nicht regnet. Genau, das einmal dazu. Dann gibt es diesen Table, den wir hier haben, auch noch als Tablet. Und was leider ein bisschen schade ist, da muss ich mal in den Einstellungen gucken, hier der Tome of Knowledge. Ist quasi ein Büchlein. Den hat man sich zumindest früher gecraftet. Ich glaube, das wird irgendwann mal standardmäßig deaktiviert. Kann man hier reinpacken und dann hat man alle möglichen Blöcke, die eben C haben. Ist halt ganz praktisch. Aber kann man natürlich verstehen, warum es nicht mehr craftbar ist oder nicht standardmäßig craftbar ist. So muss man wenigstens noch die Blöcke suchen. So. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, wie ihr hier seht, hat man auch noch ganz normale Ausrüstung. Ist auch eigentlich ganz gut dabei. Ja, Morgenstern. Haha. Weiß nicht, gibt es sonst hierzu noch irgendwas Interessantes zu wissen? Dieser Reparaturtalisman, der ist vielleicht noch ganz interessant, weil der eine Durability jede Sekunde herstellt. Sprich, wir sehen ja gerade zum Beispiel der Eisenhelm, da fehlen ja jetzt, warte, warte mal, 19 Durability. Das heißt, wir müssen 19 Sekunden daneben stehen bleiben, damit er repariert ist. Dann gibt es hier noch diese Taschen, die Alchemietaschen nenne ich es jetzt mal ganz nett. Das ist quasi diese Alchemiekiste nur in Mobil. Können wir uns theoretisch sogar auch bauen, aber wir haben gerade kein Inventarproblem. Können wir vielleicht uns bauen, wenn wir auf Reisen sind. Übrigens ist mir gerade noch eingefallen, es gibt sogar auch den passenden für Pflanzen. So ein Band, was wir auf den Podest stellen können. Genau, sonst noch irgendwas? Achso, diese kleinen Stars hier. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Batterie. Steht ja auch drunter, das hat Stored EMC von 0, alle hier. Die kann man halt aufladen. Hat man mobil immer was dabei. Vielleicht, sofern sich jemand fragt, was das Ding hier noch macht, da kann man quasi durch die Wände gucken und das zeigt einem quasi an, was für ein EMC-Wert hinter dieser Wand ist. Ah ne, Entschuldigung. Das habe ich gerade falsch gesagt. Das sind die drei Divine Rods hier. Den kann man nämlich hier ja, in dem 3x3x3-Bereich gucken, was für EMC-Werte da sind. Was da so im Schnitt ist und je nach höherer Stufe zeigt er auch an, was zum Beispiel der höchste EMC-Block ist, welcher der zweithöchste, etc. So. Ich glaube, damit habe ich die Mod mehr oder weniger erklärt. Ich glaube, es ist zumindest ein bisschen klarer geworden. Wenn sonst noch Fragen irgendwie sind, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und sofern es noch Fragen zu anderen Mods gibt, könnt ihr mir die gerne auch schicken. Versuche sie so gut wie möglich zu erklären und sollte ich noch nicht so ein bisschen was hier aufgebaut haben wie jetzt für EMC, kann ich das auch gerne nochmal gesondert in einer anderen Welt aufbauen und zeigen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat erstmal gereicht für den EMC-Mod oder Project E heißt es ja besser. Und damit würde ich mich dann tatsächlich auch für diese Folge verabschieden. Denke, ich habe nichts Großartiges übersehen irgendwie. Oder in Anführungszeichen nichts Wichtiges. Noch einmal ganz kurz, die Öfen hier, die müssen eigentlich nur schneller sein als. Nee, ja, der Dark Matter Furnace. Die sollten einfach nur schneller sein als der normale. Oder wir hier ein Redstone Furnace haben. Interessieren uns die anderen nicht. Genau. Dann würde ich sagen, wie gesagt,
Wenn noch Fragen sind, stellt mir die gerne und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.